Ich grüße euch. The next magical Fernsehsession is following. Was ist jetzt wichtig zu wissen für dich, Annette hier? Heute haben wir den 14.07. und wir gucken da mal rein. Okay. Ihr musstet erst wieder verstehen. Also wir haben hinten ja die Torte, die abgeschnitten wurde. Wir können nicht mehr zurück. Und ich habe im Vorderen überall, das gibt bei Jurassic Park so ein paar Dinosaurier, die haben gespuckt und wo die hingespuckt haben, das war Säurespucke, da waren dann so diese Löcher. Und wenn ich jetzt gucke, ist es so wie hinter uns ist es abgekattet, die Torte, und vor uns sind lauter diese Spucklöcher von den Dinosauriersäure. Und das ist so wie, das muss man jetzt wieder übersetzen, ne? Ich liebe ja die Fernseher, wenn sie dir das hinknallen und dir dann näher erklären, was das jetzt soll. Okay, verstanden, verstanden, danke Leute. Danke, danke, danke. Erst meckern, ne, und dann die Antwort kriegen. Ja, wir lieben unsere Leute. Ja, also, wisst ihr, ich bin wie in einem Haus aus Beton und dieser Dinosaurier hat überall hingespuckt. Und dieses Haus, ich kann durchgucken. Und was cool ist, das ist wie so eine Ruine. Und die Ruine ist das 3D-Ding, das was war. Und das wird halt hinten abgekattet und wir stehen jetzt hier in dieser Ruine und wir sehen durch diese Spucklöcher des Dinosauriers hinaus, wie die Welt im Außen ist. Weil nochmal, Leute, es wird abgeschnitten. Wir können nicht mehr zurück. Und auch wir haben ja innere Kinder. Und auch wir haben immer noch die Emotionen in uns drin, die uns Angst machen. Oh mein Gott, wir gehen jetzt weiter. Leute, wir gehen weiter. Und verdammte Scheiße, wir können nicht mehr zurück. Voll die Gänsepelle am ganzen Körper. Wir können nicht mehr zurück. Habt ihr das verstanden? Unser Zuhause, wo wir auf Jahrmillionen, Millionen Dekaden gelebt haben, wird jetzt zerstört. Oh my goodness, zum ersten Mal. Unser Zuhause wird zerstört, ihr Lieben. Und wir können nicht mehr zurück. Und wir dürfen Angst haben. Und das ist eine scheiß Situation. Das sieht von Entfernung alles immer super toll und super, super schön aus. Wenn man sich das dann oben im Planungsbüro, versteht ihr? Oh ja, machen wir so, machen wir so, machen wir so, machen wir so. Ja, das machst du Seele, das machst du Seele, das machst du Seele. Oh mein Gott, das ist so cool. Und dann sind wir in unseren Kohlestampfern vereinigt und sitzen hier auf der Erde. Oh mein Gott, und dann kommt das Emotionsgedöns dazu, das Fühlen, das Spüren, das Riechen, das Schmecken. Overwhelming. It is too much. Es ist zu viel. Unsere Leute retten uns mit diesem Spuckdinosaurier-Ding jetzt gerade den Arsch. Weil versteht ihr, wir sind in der Ruine unseres Lebens. Alles, woran wir geglaubt haben, was wir gefühlt haben, was wir gedacht haben, was richtig ist, ist eine Lüge. Es ist falsch. Wir haben dermaßen viel Zeit, Kraft und Energie in etwas investiert, was nicht Existenz ist. Und wir stehen jetzt in dieser Ruine 3D. Aber was unsere Leute machen, die schicken uns den Dinosaurier, der darin spucken tut. Und wisst ihr, ich gucke da durch und denke, was eine geile Energie außerhalb dieses 3D-Gedöns. Wie schön ist das? Das ist jetzt so dieser Touch, bitte nicht in echt. Ihr wisst, ich rede immer in Metaphern, als wenn ich als Kind bin. Versteht ihr? Und ich darf jetzt auf das schönste Kirmesfest, auf den schönsten Rummel, den man sich vorstellen kann, zum ersten Mal in meinem Leben. Und das innere Kind, gleich Ego, gleich Schmerzkörper, das dir Angst hat. Weil meine Heimat, mein, woran ich gewohnt bin, was ich in der Hand hatte, was ich anfassen konnte, wird kaputt gemacht.
Ich kann nicht mehr zurück. Und was machen wir? Wir lenken das innere Kind ab. Wir gucken durch diese Löcher und sehen diesen wunderschönen Rummel und die wunderschöne Musik. Und wir sehen die Farben. Wir riechen, was im Außen ist. Und wir sind wie hypnotisiert davon. Und wir legen die Gewänder, die Schatten, die Decken der Angst, oh, ist das schön, der Melancholie, des Kummers, des Zweifels, des Egos. Immer mehr ab. Wisst ihr, je mehr wir jetzt zu dieser Wand kommen, die ich hier sehe, die so durchlöchert ist. Weil wir wissen ja, das, was sie uns gebaut haben, ist ja nur ein Kasten. Da gibt es keinen Ausgang. Also ist es auch wieder ein Geschenk unserer geistigen Welt, wenn der Dinosaurier da spuckt. Weil durch diese Löcher, versteht ihr, können wir durchkrauchen, durchkriegen in die neue Welt. Weil es gibt ja hier keinen Ausgang. Das hat der Satan so gemacht. Und wir werden davon angezogen, von dieser Musik, wisst ihr, wie bei Sirenen, bloß in positiv. Wisst ihr, diese singenden Frauen da, wo man das hört und dann, ah, oh, ich muss da hin. Und dann gehen die da ins Wasser und da trinken alle die Seeleute. Und das ist aber positiv. Unser inneres Kind ist davon so hypnotisiert. Wir geben euch einen neuen Input, ein neues Gefühl, sodass ihr mehr den Mut habt, den Übergang zu durchlaufen und durch diese neuen Informationen, durch diese Löcher, die zu euch kommen, ihr abgelenkt seid, hypnotisiert seid, euer Sein, euer Körper, einfach alles, wie lahmgelegt wird, dass ihr den Schmerz und die Energien des Übergangs von A nach B dadurch weniger spürt. Wow! Cool, oder? Das finde ich mal cool. Hammer, Affen, Titten, geil. Die Mutter ist zufrieden. Aber erst immer meckern, wisst ihr, ich verstehe das nicht, was ihr macht, Leute. Lasst mich doch mit euren scheiß Bildern in Ruhe. Ja, da ist das Drama denn hier wieder. Ja, also lasst uns doch jetzt weiter. Also wir kommen hier noch nicht raus, das zeige ich euch gleich. Das ist Idioten und bla und wir sind da denn schon? Nee, ist es nicht. Der Körper, das System muss hinterherkommen, verdammte Kacke. Deshalb sage ich euch immer wieder, esst vernünftig, trinkt vernünftig, schlaft vernünftig. Guckt, dass ihr von toxischen Situationen entfernt bleibt, damit euer Körper diesen Übergang, wenn wir da durch diese blöden Löcher durchkrauchen, auch wirklich gut übersteht. Aber das ist so schön, sage ich euch. Das ist so, wir sind da und wir vergessen alles. Den ganzen Schmerz, den ganzen Kummer. Wir wissen, dass es da ist, aber es verblasst. Und es ist eine ganz andere Ebene, Area, was auch immer. Also wir werden schon mal vorgebrieft die Woche, was so kommt. Ja, ist gut, oder Leute? Also Mutter ist zufrieden. Genau. Ich knuddel euch, ich buddel euch, freue mich wieder ein Like über ein Abo, ein Kommentar. Bedanke mich wieder für die vielen Spenden, die meinen Kanal unterstützen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, ihr Lieben.